Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Empire mit dem Kimmy Boy. Hui. Und mit diesem Typen da hinten, der immer dieselbe Route läuft, ne? Cooler Typ auf jeden Fall. Ja, wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Wenn sie euch gefällt, würden wir uns natürlich freuen über eine positive Rückmeldung. Und ja, ich würde sagen, klimmen wir Ding los, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt an dem freien Tag machen soll. Oh, hallo Stadtwache. Gehen wir mal rüber zu Sinus. Sinus? Hallo? Hallo? Kannst du nicht noch ein bisschen lauter sprechen in der Stadt? Ja, Entschuldigung, man, ich habe vielleicht meinen... Ja, hast du... Ich hab den Sprachzauber von Schonas trainiert, weißt du, und anscheinend habe ich nicht flüstern, sondern sehr, sehr laut eingestellt. Okay, alles klar, ja, ich dachte schon, ich höre dich ultra gut hier in meinem Haus. Mhm. Klim, ich wollte gerade was kochen, ich habe ja letztens meine Kochkünste so ein bisschen verfeinert. Okay. Und brauche dazu noch Fleisch. Hast du vielleicht Lust, mit mir kurz Fleisch kaufen zu gehen? Ich habe hier noch Fleisch, aber das ist falsch wahrscheinlich, ne? Es ist eigentlich schon das, aber ich brauche eine große Menge. Okay, ja, ich habe nicht so viel. Okay. Ich brauche wirklich eine große Menge, weil ich habe vor, was zu kochen hier für die ganze Armee, die wir, also diese Stadtwache. Dankeschön und so weiter. Ja, genau. Ich habe mich so ein bisschen mit dem Kochen wiedergefunden. Siehst du schon, ich habe hier noch Tiere hingebracht letztens. Oh ja? Ja, sehr stimmt. Cool, oder? Kühe und Schafe. Ich dachte, das können wir gut gebrauchen. Ja, mega praktisch. Okay, lass mal zu... Ich weiß gar nicht mehr, wie der Fleischer heißt. Ich vergesse das die ganze Zeit, ne? Lass mal kurz Giesulf? Giesulf, ne? Ja. Giesulf. Erstmal ein bisschen Fleisch kaufen. Ja. So, ich brauche... Ich kaufe mir gerade so viel wie möglich, ne? Also so, ja, ich glaube... Freunde, kommt mal rüber. Hä? Igor? Igor? Na? Okay, ja, hallo. Wie geht's euch so, Freunde? Mir geht's gut. Du hast immer noch keinen Shop eröffnet. Naja, das hat erstmal keinen Vorrang, Jungs. Okay. Was anderes an Vorrang. Okay. Hast du dich gut erholt von dem ja, Schiff? Ja, das ist jetzt erstmal egal. Habt ihr, Jungs, mir mal eben kurz zu folgen? Zu folgen? Warum? Ich habe eine kleine Überraschung für euch, will ich was zeigen. Und ich bräuchte eure Hilfe kurz auch noch. Unsere Hilfe? Also, wir haben einen Tag frei. Eigentlich könnten... Wie lange dauert das denn? Ein Tag oder länger? Ja, das werden wir dann sehen, Freunde. Also wenn es länger als ein Tag dauert, haben wir keine Zeit. Nein, das dauert nicht länger als ein Tag. Das ist mal ganz kurz mitkommen, das dauert nicht lange, ja. Ja, ganz kurz mitkommen? Also warum Igor, nicht, ne? Du bist ja... Schon ein komischer Kauz. Erstmal sprichst du nicht mit uns, machst keinen Shop und dann auf einmal sollen wir mitkommen, aber... Okay, ja, der Shop kommt später doch. Okay. Wo lang geht's denn? Ja, komm mit. Okay. So. Na, Michael, was geht? Jason, yo. Okay, ich folge dir einfach. Du bist ja schon ein lustiger Typ. Wir sind richtig abgespaced. Oh, der Schiss jetzt schon. Oh. Ja. Der begutachtet mein neuestes Meisterwerk. Was denn? Was zum... Meinen Bohrer zum Mittelpunkt der Erde. Was? Kann es sein, dass er ein bisschen verrückt ist? Komm mit, Freunde. Nein, ich bin Kann das verrückt. Sein, dass dem irgendwer einen fetten Riesenbohrer hier hingebaut hat? Moment mal, was ist ein Bohrer? Ja. Und was willst du überhaupt im Mittelpunkt der Erde? Und Das erfahrt ihr gleich. Das erfahrt ihr noch früh genug, Freunde. Okay. So, kommt mit. Hier geht's rein. Warte, ich will mir den... Also, guckt euch das gerne. Ihr könnt euch das gerne noch mal ein bisschen von außen angucken. Das ist ja echt krass. Hast du den selber gebraucht? Das hat mich 5 Nächte gedauert. Nur 5? Nur 5? Das war genug Arbeit. Okay, lass uns mal reingehen, oder? Ja, lass mal gucken, was da drin ist. Was ist das für ein Riesenteil? Ja, das ist echt ziemlich krass. Okay, und warum baust du so einen Riesenbohrer, Igor? Kommt rein. Ja, ich will zum Mittelpunkt der Erde, Freunde. Eine Kuh. Ist das der Antrieb hier? Boah, hier stinkt es ein bisschen. Ist das Kacka? Leute, das ist... Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht war auch ich hier das. Zahn, so, das, wird das ist auf jeden Fall meine Antriebskuh. Ja, deine Antriebskuh, ja. Ja, die braucht Was ist mit der zweiten halt. Passiert? Das ist okay. Die liegt da hinten, seht ihr doch. Vielleicht hat die... You. Ja. Okay, und was ist das hier? Das hier ist... Kommt mit, das interessiert euch nicht, das hat euch nichts anzugehen. Okay. So, kommt mit. Und das... Oh, ist das hier unsere Kabine? Möchtest du euch ganz... Nein, hier, nichts anfassen, Jungs, nichts anfassen! Okay, du hast ja schon nichts an. Fassen ja nichts an! Oh, hier ist ein Klo! Oh, warte kurz. Nichts anfassen! Ja, kommt her! Okay, ja. Gut, dass es zwei Klos gibt. Ja. Oh! Kommt her! Was ist denn das hier? Das hier ist mein Bohrer-Cockpit. Ihr seht die ganzen Schalter, ihr seht die ganzen Steuerknüppel. Für was ist der rote Knopf? Nicht den roten Knopf drücken! Und für was ist der grüne Knopf? Nicht!
Wächter! Okay. Für was ist der Knopfteil? Nein. Psch. Nur ich. Darf ja, aber was hast du überhaupt vor? Erklär uns das vielleicht erstmal. Okay. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, euch zu erklären. Was ja, ich glaube auch. Igor, aka Rudi Redstone. Ich weiß nicht, warum die mich früher so genannt haben. Aber ich habe... Hey, du heißt Igor, nicht Rudi. Ja, ich heiße Igor, aka Rudi Redstone. Das ist mein Kindheitsname gewesen. So haben mich die Kinder in der Schule immer genannt. Keine Ahnung warum, aber war lustig. Ja, also das hier ist bei Bora zum Mittelpunkt der Erde. Jetzt fragt dich natürlich warum. Mittelpunkt der Erde, was willst du da? Was ist das hier? Ich will einen speziellen Kristall so... Lass mich doch jetzt ausreden! Achso, ja, Entschuldigung. Jetzt hör doch zu! Ja, entschuldige, es tut mir doch leid. Ja, Clem, hör jetzt zu. Ja, ich setz mich hier, ich hör zu. Mann, so. Ich erzähl euch doch... Ist das dein Ernst? Ja. Was? Runter. Okay. Da. Nichts anfassen. Okay. Bitte. Ha, ich stehe ja schon auf. So. Das hier ist mein Bohrer zum L-Punkt der Erde. Warum zum L-Punkt der Erde? Ich möchte einen riesigen Kristall finden, der uns unglaubliche Stärke geben kann. Ja, und ich weiß, ich teile es mit euch. Ich habe da schon einige Pläne mit vor. Und dafür ist auch mein Job gedacht. Aber Leute, dafür müssen wir erstmal den Kristall finden. Und wo ist denn der? Und dazu... Im Mittelpunkt der Erde! Das hat er doch gerade gesagt. Du wirst mir nicht ernsthaft weismachen, dass wir mit diesem Gefährt hier zum Mittelpunkt der Erde reisen wollen. Das ist doch voll eng. Ja, das dauert doch mit Sicherheit voll lange. Da müssen wir auch irgendwo schlafen. Wie? Weg da! Komm her! Okay. Aber hier sind zwei Betten. Schmeiß das mal an. Schmeiß den Ding mal an. Willst du jetzt einfach schon schlafen? Nö, nee, aber... Ruhe. Das machen wir alles hier mit Geduld. So. Okay. Ich setze jetzt erstmal schön hier hin. Was passiert, wenn ich hier drauf... Ey, jetzt klick nichts, Clem. Finger weg! Ihr dürft jetzt erstmal Platz nehmen. Okay. So. Aber was ist auch das denn da oben nun? Das erkläre ich dir gleich noch. Ich muss erstmal den Bohrer anschalten, damit wir keine Zeit mehr verlieren, denn ihr wollt ja heute noch nach Hause kommen, oder? Ja, das wollen wir. So, deswegen. Aber trotzdem will ich wissen, was das ist. Sofort. Ich schalte erstmal hier alles ein. So, Steuerknöpfe. Den Knopf hier, den Knopf. Bitte Finger davon weglassen und. Oh Gott! Perfekt. Wow. Okay, wir bohren jetzt schon, Leute. Wir bohren jetzt. Oh Gott, ja. Und das da oben ist mein Jux-Kompensator. Der läuft mit 21 zu 1 Gigascherz. Gigascherz? Gigascherz? Oh Gott. Das hört sich ziemlich scherzig an. Glaubst du mir nicht? Doch, natürlich. Okay, was machen wir? Wo fahren wir hin und warum wackelt alles so? Dadurch kommt die ganze Kraft, die ich brauche, für meinen Bohrer. Wir bohren uns gerade schon in Richtung Mittelpunkt der Erde. So, jetzt, weil es ein bisschen länger dauert, würde ich sagen, könnt ihr euch das noch ein bisschen erholen. Dafür war noch ein kleines Gedanke. Ich weiß aber nicht, ob ich mich hier so erholen kann. Wenn es so wackelt. Das ist wirklich... Ich leg mich erstmal hin. Okay. Ich einfach hier ins Bett. Clem, komm mit. Ich rufe euch dann gleich, wenn alles fertig ist. Oh Gott, ich leg mich hier schon hin. Okay, ich leg mich auch hin. Okay. Oh Gott. Warum liegst du auf dem Boden? Gefallen? Aufstehen, Freunde! Aufstehen! Was? Es wackelt gar nicht mehr. Sind wir stehen geblieben? Wir sind da. Sind wir stehen geblieben? Wir sind da. Sind wir da? Nein, wir sind noch nicht da. Hä, aber warum bleiben wir denn stehen? Gibt es ein Problem? Ja, nein, es gibt kein Problem, aber wir müssen mal ein bisschen Pause machen für die Kuh. Jetzt, nein. Okay, kommt mal mit. Ich muss euch mal was zeigen. Ich habe nämlich hier was gefunden. Ja. Und das wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Kommt mal mit. Wo ist denn die Kuh hin? Die chillt da vorne. Die muss jetzt mal ein bisschen Pause machen. Okay. Komm. Wow. Boah, ist genau das gleiche mit der anderen Kuh passiert. Das wäre ja nicht so gut. Wir sind unter der Erde. Wow. Was ist mit der anderen Kuh passiert, Igor? Ja, das würdet ihr nie erfahren. Wir sind hier jetzt unter der Erde. Wir sind gerade auf dem Weg hier zum Mittelpunkt der Erde, du Schlaumeier. Okay. Was ist denn passiert? Weshalb sind wir angehalten? Damit die Kuh eine kleine Pause machen kann, damit das ganze Ding hier noch ein bisschen kühlen kann. Wir wollen ja nicht, dass der ganze Bohrer überhitzt. Oder wollt ihr sterben? Ja, schön. Nein. Das ist sehr blöd. Wollt ihr verbrennen? Nein. Ich will gerne wieder reinkommen. Guck mal, hier ist... Ich kümmere mich mal weiterhin um den Bohrer. Guck mal wieder diese Leuchtpilze. Ich nehme einen mit. Die kann ich immer gut gebrauchen zu Hause. Ja, ich nehme hier auch einen mit. Kuh, du musst echt noch viel schaffen. Guck mal, es ist unglaublich, dass uns diese eine Kuh antreibt, ne? Ja, es ist unglaublich, dass hier Wasser ist. Ich spring mal rein. Guck mal, wie groß der Bohrer ist, wie klein die Kuh ist. Ah, das Wasser ist echt gemütlich, ja, aber das stimmt wirklich. Was ist das für eine Zauberkuh? Ich weiß nicht, wie sie das schafft. Ja, ich frage mich, wie sie das macht. Aber, naja. Die ist auf jeden Fall genug. Die ist echt gedopt, sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was die gemacht hat. Aber das ist echt unglaublich, ey. Lass mal hier noch ein paar Leuchtpilze mitgehen, oder? Mhm. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Okay, Kuh. Ist. Gut. Ich gehe schon mal rein. Ich möchte mich drin noch mal ein bisschen umgucken, weil da gibt's bestimmt noch ein bisschen was zu. Freunde, ihr könnt auch wieder reinkommen. Ja. Wir sind auch gleich schon fertig. Also. Okay.
So lange dauert es gar nicht mehr. Die Kuh hält ja noch rein. Komm, okay, hier ist dann Essen hol die. Für die Kühe. Hier ist Zahnräder, die... Ah, okay, treibt die Kuh das Laufband an und das Laufband treibt dann hier die Zahnräder an und das geht hier rein in die Maschinen. Genau. Ah, okay, okay. Eigentlich hatten wir mal zwei Kühe, das war viel leistungsstärker, aber naja. Okay. Okay. Wahrscheinlich ist der Bohrkopf überhitzt mit zwei Kühen, wenn eine Kuh schon so viel tragen kann. Naja, das ist möglich. Nee, ist was anderes passiert. Ja, das ist einer meiner Schlafgemächer, ja. Okay, okay. Einer deiner, der Bohrer ist ja nicht so groß. Okay, ich setz mich wieder hin. Ja, Igor, hol mal die Kuh rein. Wir fassen ja auch garantiert nichts an im Cockpit, okay? Ich hoffe es mal, ja. Ja, gar nichts fassen wir an. Wenn ich irgendwas jetzt umgestellt sehe, ich merke mir das jetzt, wie das hier alles aussieht. Wir lassen keine Sorge, ich setz mich hin. Wir machen nichts. Ich setz mich auf diesen Stuhl und mach gar nichts. Was ist wohl der Knüppel hier? Ey! Na, wir machen nichts, tschüss. Okay, okay, ich vertraue euch mal. Aber was macht der Hebel hier? Was ist der Knüppel hier? Oh, man kann hier in verschiedene Dinger reinschalten. Guck mal hier, da sind zwei Leisten, die gehen, machen sich auf und zu. Was ist hier, wenn ich auf den roten Knopf drücke? Ne, mach besser nicht rote Knöpfe, der gesagt soll man nicht drücken. Das sieht gar nicht sehr langweilig. Okay, dann. So, nochmal ein bisschen die Hebel. Was passiert gar... Oh! Wusste ich's doch! Gut, dass ich den Steuerknüppel ausgeschaltet habe, damit ich ihn nicht anstecken konnte. Wir haben keinen Hebel angefasst. Ich hab's doch gesehen! Okay, wir sind ready! Ist okay. Weiter geht's, oder? Weiter zum Gut, dass ich die Kindersicherung reingemacht hab. Wisst ihr, habt ihr auf den roten Knopf zufällig gedrückt? Nein, haben wir nicht. Nö. Weil der Mensch hat es zu explodieren. Nein, warum hast du einen Explosionsknopf? Hinterfrag das bitte nicht, ja? Doch, tu ich aber. Okay, mach mal weiter. Ist der Jux-Kompensator wieder angeschaltet? Der Jux-Kompensator ist wieder eingeschaltet, ja. Okay, das ist gut. So. Und los! Oh Gott! Weiter geht's! Ich glaube, wir können jetzt auch noch mal ein bisschen schlafen gehen. Also, ich schätze mal, dass das doch ein bisschen dauern wird, deswegen... Ich kotze jetzt schon wieder fast. Ruht euch besser was aus. Ich glaube, ich schlafe lieber hier heute. Ich lege mich hin. Okay. Ich schlafe lieber hier. Mit was für zwei Leuten bin ich hier nur gelandet? Aufstehen, Freunde! Aufstehen! Ja? Wir sind stehen geblieben! Die Stimme ist voll... Oh. Wir sind stehen geblieben! Ja, warum? Weshalb denn dieses Mal? Boah, warum ist es denn so heiß hier? Ich muss wieder ein bisschen um den Bohrer kümmern. Den müsst mir mal ein bisschen Diamanten bringen. Warum ist der Bohrer stumpf geworden, oder was? Ja, so ungefähr. Ich bräuchte mindestens 10 Diamanten hierfür. Okay. Wo sollen wir denn hier 10 Diamanten herbekommen? Sollen wir in der verdammten Höhle, als ob es hier keine Diamanten gibt. Ihr habt aber schon Equipment dafür dabei. Ja, okay, ich hab tatsächlich was bei, aber... Ich auch. Lass mal rausgehen. Okay. So. Mal die Kuh sogar mal ganz kurz mit raus und helfe euch sogar ein bisschen. Aber ich hab nichts zu machen dabei. Das was ist denn hier hinten? Kümmern. Guck mal, was sind das für Viecher? Oh, ii. Lava-Kreaturen. Ihr müsst mich beschützen, Jungs. Ich hab zum Glück meinen Bogen mitgenommen. Ich auch. Ich werde die gleich mal weghauen. Hier vorne sind schon Diamanten, Jungs. Igor, hier, wir sind wieder da. Perfekt. Gebt mir die restlichen Diamanten rüber. Oh nein. Oh, da habe ich mich kurz ein bisschen verbrannt. Hier ist auch noch einer. Mehr Diamanten haben wir nicht. Das sollte erstmal reichen. Ja, ich habe jetzt 10 hierfür verbraucht. Wir haben jetzt noch 18 übrig. Das sollte erstmal für unser Abenteuer weiterhin reichen. Okay, dann wieder einsteigen. Wir schaffen es jetzt in einem Rutsch zum Mittelpunkt. Glaubst du, wir schaffen es jetzt? Okay, schade. Es könnte sein, dass wir noch einmal stehen bleiben, aber ich glaube, es sollte klappen. Okay, was ist das eigentlich hier für Zeug? Ich glaube, wir sollten das nicht anfassen, Clem. Ich glaube, wir sollten haben gar nichts gemacht. Hallo, Igor. Hallo. Okay. Dann also weiter gelandet? Zum Mittelpunkt der Erde. So. Ich setze mich hin. Alle wieder hinsetzen. Okay, ja. Schalter sind in Position. So. Was für Schalter sind... Nein, was? Finger weg. Ey, ich hab da ist auch nicht mehr so viel Energie drin. Okay, weiter geht's. Oh Gott. 6,5 Stunden später. Freunde, wir sind da. Wir sind echt da? Wir sind echt da. Siehst du das an dieser Uhr? Oh Gott. Diese Uhr zeigt auf Mittelpunkt der Erde. Da hast du vollkommen recht. Okay, ja, und hier lass ist das auch, okay. Ich möchte sehen, ob ich recht hatte. Ich bin aber mal gespannt. Ich auch. Was ich vermutet habe. Und die Kuh hat das hier geschafft? Geht's dir gut, Edna? Okay, hier geht's auch gut. Perfekt. Okay, hier hast du etwas... Nee, warte, das wäre Kannibalismus. Ja! Oh, ist das dunkel hier. Wir haben es gefunden, Freunde. Hier sind wir runtergekommen, Alter. Seht ihr diese roten, blauen und grünen Kristalle? Ja. Oh, perfekt. Perfekt. Wisst ihr, was man hier raus machen kann? Nee. Nein. Hilfe! Warte, ich helf dir. Oh Gott. Die sind hier unten auch schon.
Aus diesen wunderbaren Kristallen kann ich übermächtige Stärketränke und alles andere an Tränken brauen. Echt? Okay. Deshalb sind wir hier nach unten gefahren. Okay. Ja, findest du es uns nicht gerecht? Doch, doch, natürlich, wenn du die uns schenkst. Wer behauptet von also ich werde euch auf jeden Fall ein paar brauen, das ist kein Problem. Okay, okay. Sinus, wir sind am Mittelpunkt der Erde. Ja, das ist unglaublich. Ich habe mir das immer anders vorgestellt, aber es sieht auf jeden Fall krass aus. Und hier ist sogar Wasser. Guckt euch diese ganzen Schätze an, noch mehr Diamanten. Doch, es ist sehr warm hier. Rote Steine. Das Wasser ist auch sehr heiß. Ich habe mir gerade ein bisschen die Haut verbrannt, als ich reingegangen bin. Aufpassen! Das ist eben nicht so richtig. Aber um hier zu kommen, braucht man halt so einen riesigen Bohrer, ne? Also hier kommt man eigentlich nicht einfach so hin. Nein. Schade. Aber der Bohrer hat gut überlebt. Er hat ja fast keinen Schaden genommen. Das ist echt nicht schlecht. Mehr kann ich jetzt nicht mitnehmen. Okay. Mehr kann ich nicht mitnehmen. Wir müssen vielleicht irgendwann anders nochmal hinkommen, falls ich nochmal rede. Jetzt geht's wieder nach oben? Jetzt geht's dann nach oben. Bohrst du wieder, oder nehmen wir denselben Weg wieder nach oben hier? Wir bohren wieder hoch, wir gehen doch nicht hoch. Okay, okay, okay. Dann es funktioniert nicht, wenn ihr auch hochkommen wollt, dann kann ich den Knopf nicht drücken. Ich bin zu blöd, den Knopf zu drücken. So, komm rein. So, dankeschön. Okay. Ja, bitteschön, gerne. Kommt wieder mit, Jungs. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt nochmal eben kurz hinlegen und ich fahre dann alleine weiter. Oder wollt ihr mitkommen? Nee, ich will das schon sehen, wie du fahrst. Wir kommen mit. Ja, ich weiß nicht, ob du das sehen willst, aber okay. Okay, geht's. So, den Knopf, dann den grünen Knopf und go! Wow. Oh Gott! Wann sind wir oben? Haltet euch gut fest, Leute! Okay. Haltet euch gut fest! Freunde. Ich halte mich überall fest! So, Leute, das war's mit dieser kleinen Special-Folge von Minecraft Empire. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann droppt auf jeden Fall eins Like, wie der Zinus sagen würde. Oder gebt einen Daumen hoch, wie ich sagen würde. Oder was sagst du so, Solo? Ja. Ein Daumen. Wir sind wieder zurück, Leute. Ich will wieder die Freiheit. Die Freiheit. Endlich wieder oben.